Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Veggie Wednesday. Ich mache heute eine super leckere Suppe mit Linsen, mit Karotten und mit ein bisschen Orange. Was sonst noch alles reinkommt, das zeige ich dir nach dem Intro. Ich benutze für diese Suppe heute 150 Gramm rote Linsen, eine kleine Gemüsezwiebel, eine Zehe Knoblauch, zwei Karotten, eine Orange, 400 Milliliter Gemüsebrühe, etwas Creme Fraiche und etwas frischen Koriander. Der ist aber nicht zwingend notwendig, meiner muss nur verbraucht werden und von daher werde ich den nachher zum Dekorieren noch über die Suppe streuen. Wir fangen an damit, die Karotten zu schälen. Ich finde die Suppe perfekt für die Übergangszeit, einfach weil man durch die Orange schon so einen leicht sommerlichen Flair hat. Gleichzeitig wird man aber von der Suppe auch noch durchgewärmt, wenn es draußen noch kalt ist. Als nächstes werde ich die Karotten klein schneiden, die Zwiebel würfeln und auch den Knoblauch ganz fein hacken. Knoblauch und Zwiebeln kommen in nahezu jede Suppe rein, denn das ist so der Grundbaustein vom Geschmack. Auch wenn man am Ende die Zwiebel und den Knoblauch eigentlich gar nicht so rausschmeckt, zumindest nicht einzeln, wirkt es sich trotzdem total positiv auf den gesamten Geschmack der Suppe dann aus, wenn diese beiden Zutaten drin sind. Und um den Geschmack jetzt nochmal ein bisschen intensiver zu machen, gebe ich hier etwas Olivenöl in einen Topf. Der ist auf geringer Hitze und da werde ich jetzt Knoblauch und Zwiebeln drin anschwitzen. So, die Zwiebel ist jetzt schön glasig und der Knoblauch ist auch leicht angeschwitzt. Jetzt kommt die Karotte mit hinzu in den Topf und wird auch noch mal so 2 Minuten ungefähr mitgebraten. Als nächstes könnt ihr die Linsen schon mal unter fließendem Wasser abspülen, denn die kommen als nächstes mit in den Topf und werden auch noch mal 1 Minute angebraten. Dadurch bekommen die noch mal ein schönes Aroma und dann wird das Ganze abgelöscht mit der Gemüsebrühe. Und der Orangensaft, der kommt jetzt auch mit hinzu. Rote Linsen haben den Vorteil, dass sie sehr schnell garen, denn die brauchen nur so 15 bis 20 Minuten lang, auch ohne Feuer eingeweicht zu werden und so, also perfekt für schnelle Gerichte. Und außerdem sind Linsen ja generell sehr reich an Eiweiß und auch an Kohlenhydraten und eignen sich von daher super gut für die vegetarische oder vegane Ernährung, wenn man einfach sehr viel Eiweiß durch die Linsen bekommt. Außerdem machen sie auch sehr satt und das ist immer schön. Das bedeutet, ich lasse es jetzt einmal nochmal aufkochen und reduziere es dann auf geringe Hitze und lasse das so 15 Minuten ungefähr köcheln und dann probieren wir mal. Beides ist gar und deswegen können wir jetzt zum nächsten Schritt übergehen und der heißt pürieren. Das können wir entweder mit einem Pürierstab machen oder wenn man keinen Pürierstab zu Hause hat, dann geht auch der Mixer. Da müsst ihr nur aufpassen mit dem Umfüllen, weil die Suppe ist natürlich ziemlich heiß. Und ich werde jetzt schon mal die Hitze wegnehmen und das Ganze pürieren. Und jetzt könnt ihr euch entscheiden, ob ihr eher eine dickflüssigere Suppe mit ein paar Stückchen drin haben wollt oder eine richtig glatte, flüssige Suppe. Für die erste Variante, also die dickflüssigere, würde ich sie jetzt einfach im Topf pürieren und dann habt ihr eine relativ dickflüssige, die schon eher fast so ein bisschen Richtung Eintopf geht. Für die zweite Variante, also die flüssigere, würde ich lieber den Mixer nehmen, denn da spart ihr euch relativ viel Arbeit und das Ganze auch vielleicht nochmal mit ein bisschen Gemüsebrühe oder mit Orangensaft verdünnen, damit es eben mehr Flüssigkeit hat und nicht ganz so dickflüssig ist. Die zweite Variante, die zeige ich euch jetzt einfach mal schnell. Ich habe die Hälfte umgefüllt, mixe das Ganze jetzt durch. Und davon probiere ich jetzt natürlich auch mal einen Löffel. Das ist ja geile Suppe. Man hat eine richtig schöne Fruchtigkeit durch die Orange mit da drin. Und Orange und Karotte, die harmonieren super gut. Der Koriander passt eigentlich auch ganz gut dazu, aber muss nicht sein, wie schon gesagt. Die Creme Fraiche bringt nicht nur Farbe rein, sondern auch noch so eine gewisse Cremigkeit, so ein bisschen Fülle. Muss auch nicht unbedingt sein, wenn ihr jetzt keine Milchprodukte essen wollt, könnt ihr die Creme Fraiche natürlich auch weglassen. Ich mache es immer ganz gern rein, einfach allein wegen dem optischen. Feedback, Fragen und Anregungen rein in die Kommentare. Ich lese mir da alles durch und antworte auch auf das meiste. Jetzt würde es mich noch super freuen, wenn du an der Umfrage teilnimmst. Einfach auf das i klicken, kurz abstimmen und dann gibt es vielleicht dein Wunschrezept nächste Woche. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, guten Hunger und ciao.